Genau, Schotten dicht, damit er nicht wieder reinkommt, falls er aus dem Wasser stürmt. So, und hier haben wir natürlich jetzt erstmal eine Schublade. Oh, der Mann ist weg. Das einzig Interessante hier ist ein kleiner Messingschlüssel. Oh, das ist doch schon mal gut. Eine Pinnwand. Unter den ganzen Papieren an der Pinnwand fiel mir ein Dokument besonders ins Auge. Ein Lieferschein von Condor Transglobal. Und die Adresse lautete Caramonte City. Caramonte City. Ich weiß nicht, wo das ist. Aber es klingt interessant. Ein Aktenschrank. Hau ruck! Abgeschlossen. Aber ich habe ja einen kleinen Schlüssel dabei. Was für ein Zufall! Der kleine Messingschlüssel passt nicht in das Schloss. Verdammt, kann ich vielleicht diesmal das damit aufbekommen? Nein, Mann, wir haben es doch schon mal hingekriegt, George. Versuch's doch wenigstens mal. Dann halt nicht. Sonst habe ich auch nichts zum Schlösserknacken. Dann gucken wir uns weiter um. Vielleicht muss ich ja auch gar nicht an den Aktenschrank. Wer interessiert sich schon für Akten, ne? Also wirklich. Alle Kisten sind sorgsam verschlossen. Der Lagerraum ist voll mit Transglobalkisten. Können wir alles klauen? Und dann haben wir ganz viele Kisten. Ja gut, da ist ja auch Inhalt drin. Ach, guck mal hier. Halt! Nicht schießen! Der kleine Kerl hat ein Blasrohr. Das bestätigt meine Vermutung, was mit Nico passiert ist. Ich warte, dass er schießt, aber nichts passiert. Stattdessen will er mir wohl etwas sagen. Was? Was willst du? Er ist aufgeregt, fast verzweifelt. Was ist ihm so wichtig? Uka Uka? Xing Shang Shong? Dingeldidong? Okay, aber vielleicht hat er ja irgendwelche Ketten. Und ich kann sie aufschließen. Hi, ich tu dir nicht weh. Caramonte! Kommst du daher? Aus Caramonte City? Caramonte! Caramonte! Okay, okay. Zottmonte? Was schließt man mit diesem Schlüssel auf? Der ist ja süß. Hey, du hast ja Handschellen an den Füßen. Wer war das? Der große Blödmann? Ich lasse dich jetzt frei, okay? Hey, komm zurück! Wie so ein kleiner Affe, ne? Wo hat er sich versteckt? Der Kleine geht zwischen den Kisten auf Tauchstation. Ja, schön! Wir haben ihn gerade befreit. Ich habe jetzt gehofft, dass ich eine Belohnung kriege. Oder was? Oder wie? Oder wo? Badabo. Sowas doofes aber auch. Ist der jetzt echt weg? Alle Kisten sind so. Ja, ja. Was hat mir das denn jetzt gebracht, dass ich ihn befreit habe? Außer, dass ich mein Gewissen so ein bisschen erleichtert habe, weil ich eine arme, geschundene Seele befreit habe, die mir nichts sagt. Ach, ich habe jetzt Handschellen. Dann kann ich ja mit Nico ein paar Spielchen machen, wenn ich sie erstmal befreit habe. Na gut, hat sich also doch gelohnt. Ein Aufzug. Ich kriege die Türen nicht mit meinen bloßen Händen aufgeschoben. Dafür gibt es doch normalerweise auch einen einfacheren Weg. Ja, nämlich den Knopf drücken. Ja, geil. Ich hätte so ein bisschen Angst, da reinzugehen, ganz ehrlich. Aber klappt wie geschmiert. Okay, hier ist ein geheimer Raum. Gerade noch rechtzeitig. Ich habe den Lichtstrahl unterbrochen, damit sich die Tür nicht schließt. So kann niemand anders den Aufzug benutzen. Aber was jetzt? Ja, was da vorstellen? Wie wär's damit? Nein, falsch. Ach Mensch, denn halt. Nein, ich muss mir was anderes überlegen. Kiste schieben? Ah, das macht er. Ein gutes, altes, klassisches The Legend of Zelda-Rätsel. So, damit dürfte sich diese Tür nicht mehr schließen. Sehr gut. Kann eigentlich uns niemand unerwartet besuchen? Außer er bohrt sich hier ein Loch durch die Wand. Oder es gibt einen zweiten Eingang. Okay, Möbelpacker jetzt oder was? Gerade als ich mich mit der kleinen Kiste abmühe, fällt mein Blick auf den Aufkleber. Vorsicht, lebende Fracht, nicht werfen. Lebende Fracht? Was ist da denn drin? Schlangen?
Spinnen? Esel? Elefanten? Keine Chance. Was immer auch in diesen Kisten ist, es ist sauschwer. Okay, können wir das dann irgendwie aufmachen? Ich möchte lieber nicht riskieren, die Kiste fallen zu lassen und die lebende Fracht kennenzulernen. Ja. Kriegen wir damit natürlich nicht auf. Sonst hätten wir hier auch nicht unbedingt etwas zum Aufmachen. Eine Statue. Die Statue stammt wahrscheinlich aus Süd- oder Mittelamerika. Ja, so schaut sie aus. Die Statue ist viel zu schwer. Ich schaffe es nicht, sie zu bewegen. Aber wir haben hier eine Laufrolle. Eine Laufrolle, die in einem langen Metallträger über die ganze Länge des Gebäudes läuft. Ist allerdings nicht sehr hilfreich. Kein Seil. Okay, okay, okay. Seil haben wir auch nicht dabei. Da ist noch eine Tür. Ein paar Spinnweben und ein Fenster. Dieses Fenster kann man nicht aufmachen. Das Fenster ist nicht zum Öffnen gedacht. Nee, das ist einfach nur so da, das darf man nicht aufmachen. Okay, alles klar. Ich verstehe. Ich verstehe. Ein massiver Balken versperrt die Türen. Na komm! Diese Türen lassen sich nicht öffnen. Du bist nur eine schwache Wurst! Das kriegst du aber wohin, ey. Gut, zum Aufstemmen haben wir nichts, irgendwie Hebeleffektmäßig. Da müssen wir also noch irgendwas mit den Kisten machen, schätze ich mal ganz stark. Wir haben kein Seil. Wir haben einen Palettenwagen. Ah. Ich habe nicht genug Platz, um den Griff zu bewegen. Ja, wir müssen wohl irgendwas mit den Kisten machen. Was soll ich mit der Kohle eigentlich? Das macht ja auch irgendwo keinen Sinn, ne? Nee. Ein Wurm? Das sind ja auch Gegenstände, die eventuell nochmal gebraucht werden könnten. Wir haben hier noch mehrere Knöpfe. Was passiert denn, wenn ich die drücke? Nichts passiert. Könnte daran liegen, dass der Aufzug schon hier auf diesem Stockwerk steht. Darüber ist ein Schalter. Ah, ich habe Licht angemacht. Vielleicht offenbart sich mir da jetzt eine Wahrheit, die ich vorher nicht erkennen konnte. Nee, nicht wirklich, aber es sieht schöner aus, jetzt wo da Licht ist. Vielleicht kann ich durch Fenster was erkennen? Dieses Fenster kann man nicht... Nee. Diese Türen lassen... Was hat mir das jetzt gebracht? Da ist ein Kratzer. Oh, ein Kratzer. Ich sehe einen schwachen Kratzer auf dem Holzboden. Hat sich da jemand gewehrt? War hier ein Kampf? Auf dem Boden ist ein halbrunder Kratzer, so als wäre in der Wand daneben eine Tür geöffnet worden. Da ist eine Tür. Meine Finger fühlen den Umriss einer Geheimtür in der Wand. Plötzlich ertaste ich einen kleinen runden Pfropfen, der völlig plan in die umgebende Holzverkleidung eingelassen ist. Ah! Genau das hatte ich doch gehofft. Ein Geheimraum. Nico! Das war fast parallel. Du hast die Bonus-Comics freigeschaltet. Aha! Cool! Wie auch immer. Ja, Nico, Mensch. So gefesselt und mit einem Mundknebel gefällt's mir ja ganz gut. Nein, Spaß beiseite natürlich nicht. Erstmal befreien wir sie, ha? Halt still. Das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Au! Sei froh, dass du keinen Schnurrbart hast. Zum Glück bist du es, George. Wie hast du mich gefunden? Erklär ich dir später. Wir müssen hier raus. Wo ist Pablo, der große Typ? Aus dem Rennen. Er verträgt keinen Wein. Bist du okay? Natürlich nicht. Binde mich augenblicklich los. Ja, ja. Jetzt haben wir hier nicht so einen Befehlston, ne? Ich hab gehofft, du würdest mir vor mir auf die Knie fallen vor Dankbarkeit. Oder so. So, erstmal schön die Hände streicheln, ne? Ach, Mensch. So, und wie geht's dir jetzt? Ach, danke, George. Wie um alles in der Welt hast du mich gefunden? Ich wusste, dass Aubier in Marseille gewesen ist. Aber das ist doch jetzt unwichtig. Warum erzählst du mir nicht der Reihe nach, was hier los ist? Angefangen bei diesem Maya-Stein. Ich habe ihn von einem von Karsaks Männern in Paris bekommen. Eigentlich hatte ich eine Ladung Drogen erwartet. Drogen? Ja. Der Beweis, den ich brauchte, um Karsaks Schmugglerring auffliegen zu lassen. Ich hatte es so eingefädelt, dass ich als Kurier für ihn arbeiten sollte. Ich wollte sofort zu Inspektor Mouet gehen, sobald ich den Beweis hatte. Aber statt der Drogen, die ich erwartet hatte, schickten sie mir diesen Stein. Um mehr darüber herauszufinden, rief ich Professor Aubier an, der mich in sein Haus einlud.
Zumindest dachte ich, es sei Aubier. Ich verstehe das nicht. Wenn Karsaks Geschäftszweig die Drogen sind, warum will er dann unbedingt diesen Stein in die Hände bekommen? Vielleicht hat er eine bestimmte Bedeutung für die Menschen in Mittelamerika. Es könnte irgendwie Karsaks Mittel sein, sie zur Arbeit für ihn zu zwingen. Auf jeden Fall müssen wir hier raus. Das hast du gut erkannt. Nico, warte! Sie hat auch ein denkbar ungünstiges Outfit für eine solche Mission, in Anführungsstrichen, ne? Naja, eine Statue. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollori, hollero, hollera. Eine Statue aus Feuerstein, die eine groteske Figur mit riesigen bösen Augen darstellt. Ah, super, die stelle ich mir doch, weiß ich nicht. Auf den Schreibtisch. Eieiei, ich habe ganz schön breite Schultern, ne? Wir können den Aufzug nicht benutzen. Wenn dieser Schlägertyp Pablo sich wieder erholt hat, wartet er da auf uns. Wir müssen aber irgendwas tun. Wo führt diese Tür hin? Ich bin mir nicht sicher. Ha, aber wir werden es herausfinden, denn jetzt habe ich ja schon mal ein Seil. Das hängen wir mal daran. Es wäre leichter, das Seil erst an der Statue zu befestigen. Super, dann mach das doch, oder muss ich dir das jetzt wieder befehligen? Oh, Mensch. Nicht eigenständig kann er denken. So, und das Seil jetzt. Das Seil reicht nicht bis an die Laufrolle. Scheiße, können wir es verlängern? Aber so vielleicht. Die Kette ist zu kurz. Die Handschellen reichen nicht von der Statue bis zur Laufrolle. Was ist das denn eigentlich? Klebeband. Mit Klebeband, da kann man Sachen kleben. Darum ist es Klebeband. Denn Klebeband ist Klebeband. Ich laber einen Scheiß, ich weiß. Das ist es nicht. Ich muss irgendwie also was zusammenkleben, um das zu verlängern, ist jetzt mal so meine taffe Vermutung. Sie tippelt so ein bisschen aufgeregt hin und her. Das irritiert mich auch total überhaupt gar nicht. Soll mich nicht weiter... Das bringt's nicht. Nee, das bringt's voll nicht, ey. Ist voll Scheißstoff, ey. Ich bin nicht überzeugt, dass wir das Richtige tun. Oh, bist halt nicht überzeugt, ne? Das bringt's... Nö. Glaube ich. Nein, ich... Ja. Seil? Warum läuft er jetzt wieder im Kreis herum? Du bist nicht der Biber Butzemann. So, Seil. Ich kann da nicht ins Inventar. Ärgerlich. Mit dem Palettenwagen, das will er nicht tun. Jetzt bin ich überfragt. Mit einer Laufrolle ohne... Ja, das Seil ist aber zu kurz. Die Statue ist viel zu schwer. Ich schaffe es. Die Dinger will er ja nicht wegbewegen. Das macht er ja nicht. Das sind nur irgendwelche Briefe. Hundekuchen wird uns hier wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. Das ist der Metallkegel, den ich vom Kamin an der Wachhütte abmontiert habe. Wüsste ich so spontan jetzt auch nichts mit anzufangen? Damit kann ich natürlich jetzt auch nichts anfangen. Das ist doof. Das kann ich da auch nicht runterbaumeln lassen, aber das macht ja auch keinen Sinn. Habe ich da was übersehen? Das könnte sein. Aber ich glaube eher nicht, weil da war ja nichts. Das war ja nur so ein leerer Raum, wo Nico gefesselt war. Nee, hier ist nichts. Übrigens ein schönes Ambiente. Sie hatte bestimmt viel Spaß hier. Kann ich mir auf jeden Fall durchaus vorstellen. Ich bin schon fast ein bisschen neidisch, dass ich das nicht erlebt habe. Na gut. Wie verlängern wir denn bitte das Seil? Kann ich das... Ich kann es ja auch nicht wieder abmachen. Das heißt, ich muss das mit dem Klebeband jetzt irgendwie so kriegen. So, Lippenstift. Ja, was hilft mir denn Lippenstift in so einer Situation? Nico? Nee, lass mal lieber. Hat Nico vielleicht einen Plan? Nico, sag doch mal. Ach Mensch, was können wir die denn alles ausfragen? Das muss natürlich direkt gemacht werden. Okay, erzähl mir mal, was du über die Condor weißt. Condor Transglobal exportiert Azteken- und Maya-Kunstwerke von Mittelamerika nach Europa. Aber das ist nur eine Fassade für ihr wirkliches Geschäft. Drogenschmuggel. Welchen Beweis hast du dafür? Noch gar keinen. Ja, das ist typischer investigativer Journalismus. Weißt du, von wo aus die Condor arbeitet? Von Mittelamerika aus, einem Ort namens Caramonte. Den Namen habe ich unten auf einem Zettel gesehen. Da wollen wir auch hin? Erzähl mir mal was über diesen Karsak. Naja, ich habe ihn nur ein paar Minuten gesehen, aber er macht mir Angst. Und ich habe den Eindruck, dass auch Pablo nervös war, wenn der in der Nähe war. Seine Augen.
Wie die eines wilden Tieres, eines Tigers. Das hat mich am meisten erschreckt an ihm. Er sah so unberechenbar und gefährlich aus. Wusstest du, dass Aubiers Frau ein Filmstar war? Nein, ich wusste nicht mal, dass er überhaupt verheiratet war. Was ist mit ihr geschehen? Sie ist gestorben, offenbar unter mysteriösen Umständen. Wie mysteriös? Ich habe gehört, sie ist ermordet worden, vielleicht sogar von Aubier selbst. Ein Mörder? Was? André hat gesagt, er sei so etwas wie eine Berühmtheit. Ich finde das total irritierend, dass das immer nur auf einem Ohr zu hören ist, was die sagen. Warum haben die das so gemacht, die Macher? Das verstehe ich nicht. Oder ist das ein Fehler in meiner Version? Ich habe da auch schon geguckt, in der Option, da kann man nichts umstellen. Hast du da vorhin was von Inspektor Moe gesagt? Ja. Erinnerst du dich noch an ihn? Ja, tue ich tatsächlich. Natürlich. Aber ich dachte, der sei tot. Oh nein. Er tauchte wieder auf, nachdem etwas Gras über den Templerfall gewachsen war. Als er herausfand, wer alles bei den Neo-Templern mit drin hing, tauchte er in der Versenkung unter. Moe wusste mehr, als gut für ihn war. Weiß er, dass wir in den Fall verwickelt waren? Wenn er etwas weiß, sagt er zumindest nichts. Trotzdem ist er ganz plötzlich befördert worden. Ach Mensch. Hat dir dieser Indio was angetan? Wenn man mal von Entführung, Drohungen und Fesseln absieht, nein. Was ist mit dem kleinen Kerl? Ich glaube kaum, dass er weiß, wo er ist oder was er hier tut. Der Große, Pablo. Er hat Titi Poco aus dem Dschungel mitgebracht. Titi was? Titi Poco. Ich habe gehört, wie Pablo den Zwerg so genannt hat. Titi Poclo, aha. Erkennst du das Ding hier wieder? Ist das der Pfeil, mit dem sie mich ausgeschaltet haben? Genau der. Ich habe ihn als Souvenir behalten. Hast du auch nur die leiseste Ahnung, wer das hier sein soll? Ich kenne mich mit Maya-Gottheiten nicht sonderlich gut aus, George. Aber wie immer er heißen mag, er ist auf jeden Fall potthässlich. Ja, was sagt sie wohl dazu? Das hier habe ich in deiner Handtasche gefunden. Oh, das war ein Geschenk. Ich weiß, ich habe die Karte gelesen. Weiß der Himmel, was André sich dabei gedacht hat. Das weiß sogar ich. Ist doch wohl offensichtlich. Schau mal, der kleine Kerl unten war mit den Dingern gefesselt. Das muss Pablo gewesen sein. Kann ich ihm nicht mal übel nehmen, der Winzling ist gefährlich. Bist du immer noch sauer wegen des Giftpfeiles? Natürlich bin ich sauer. So, aber das muss was mit den Handschellen zu tun haben, weil das ist der einzige Gegenstand, den ich verlängern kann. So, ich probiere nochmal alles. Seil geht nicht.